Willkommen zum heutigen Blick in die Märkte am 15. Dezember. Wir haben jetzt noch neun Tage bis Weihnachten. Am Freitag ist großer Verfall. Dann verabschieden sich in aller Regel die institutionellen Händler in den Weihnachtsurlaub. Das geht dann so, ja, sage ich mal, bis so nach der ersten Woche im Januar. Dann kommen die so Stück für Stück aus dem Urlaub zurück. Das heißt, da wird es dann... Nicht selten etwas ruhiger an den Märkten. Das heißt, an dieser Stelle müssen wir uns da auf ein bisschen ruhigere Zeit einstellen. Kann sein, muss aber nicht. Deswegen schauen wir hier auch weiter immer drauf, wie heute zum Beispiel auf Gold, auf US-Dollar, norwegische Krone und das Währungspaar austral Schweizer-Franken und natürlich wie immer wieder gerne hier an dieser Stelle die Bitte oder den Wunsch, den ein oder anderen Markt, wer das auf der Hand hat, hier selbst analysieren zu lassen, rein damit in die Chats auf Facebook und auch auf GoToWebinar. Dann kann ich mich dem ganz gerne annehmen. Und tja, ich sehe auch schon hier an dieser Stelle über Facebook kommen die ersten Fragen auch schon rein. Guten Morgen, auf alle Fälle dorthin. Zoom schläft noch ein bisschen. Kurze Rückmeldung, dass da alles passt. Würde mich freuen. Ansonsten geht es hier direkt weiter mit dem Risikohinweis. Das weiß man ja inzwischen hier. Bitte in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit blicken wir auf die Nachrichten heute auch wieder nicht so viel. Ich hatte es gerade auch avisiert. Die sehr, sehr wichtigen Nachrichten, zumindest die geplanten wichtigen Nachrichten aus den USA, die kommen morgen. Da ist die FED dran und da wird der Markt ganz genau hinschauen, was hier erzählt wird in puncto Stützung für die US-Wirtschaft. Dann haben wir es heute Nacht auch schon gehört. Biden ist jetzt als Präsident bestimmt die Wahl. Männer und Frauen haben die Stimmen abgegeben. Er hat die Wahl also ganz klassisch auch gewonnen. Das heißt auch da der nächste Schritt in diese Richtung. Ich bekomme gerade Zoom rein. Das passt. Moin, moin zurück. Sehr schön. Danke dafür. Freut mich. Und ja, wir machen dir. Die Nachrichten des heutigen Tages. Und da haben wir schon ein bisschen gewartet auf Daten aus China. Hier äh, zum Thema Industrieproduktion. Hier ein Wachstum von 7%. 6,9% war die vorherige Zahl. Ähm, ja, die Prognose der Analysten ist mal wieder getroffen worden. Keine Ahnung, wie schwer das jetzt ist. Aber auf alle Fälle gute Zahlen von der Seite her. Ansonsten im Laufe des Tages noch am Vormittag bekommen wir den, äh, den IEA-Monatsbericht aus den USA von der Energiebehörde. Wir bekommen 14.30 Uhr den New York Empire State Herstellungsindex. Und dann gibt es um Viertel nach drei noch die Industrieproduktion für den Monat November. Abends dann um 22:30 Uhr noch die API Rohöl-Lagerbestände. Das immer so ein kleiner Vorausblick auf das, was dann am Mittwoch mit den großen Lagerdaten kommt. Das ist das, was wir heute. An dieser Stelle hier zumindest planmäßig auf der Uhr haben. Wir wissen es, was kommt immer noch, so ein bisschen unverhofft kommt. Oft ist ja auch der Fall, das bisschen Brexit haben wir noch. Es gibt immer mal Nachrichten zu Covid-19, die die Märkte bewegen können. Also, da gibt es einiges, was wir hier ungeplant draufkriegen können, aber wir müssen mit dem Leben, was wir hier. In der Planung haben also das passt soweit ins Bild und damit schauen wir hier natürlich wieder auf die charts wie immer mit dem stereo trader hier und den mt4 und immer wieder zusammen mit dem MTON Live Signal. Das ist das Tool, was wir hier immer wieder drinnen liegen haben, sozusagen, äh, das uns die Trends anzeigt. Und wir starten hier mal durch, zunächst mit den Währungen. Und da starten wir mal hier mit dem äh, Währungspaar US-Dollar-Norwegische Krone. Hier habe ich zunächst einmal den Blick in das ganz, ganz äh, große ja, Bild. Der Woche. Warum gucken wir hier mal wieder in die Woche? Wir müssen einfach in der Woche hinschauen, um so ein bisschen mitzubekommen, wie verhält sich denn der Markt momentan unten an diesem großen Support-Level? Weil wir kommen von unten momentan nicht mehr los Und solange, ähm, wie wir von unten nicht loskommen, wächst der Druck von oben nach unten. Und das könnte uns dann dazu bringen, dass wir hier tatsächlich dieses Support-Level um die äh, um die, äh, um die 8,73. Hier unten rausnehmen und wir tatsächlich unten drunter durchrutschen. Und dann haben wir nämlich den schönen Ablaufpunkt zur Unterseite her. Das ist dann auch das Thema der Trendfortsetzung. Für diejenigen, die den Trend hier an dieser Stelle nicht direkt erkennen können, auf den es mir ankommt, schaut mal. Das hier war das ganz, ganz große Bild oder ist das ganz, ganz große Bild in der Woche. Das ist Nummer 1 und Nummer 2. Schaut mal hier. Hat sich jetzt noch ein Trend gebildet. Also hier haben wir in der Woche Trend in Trend in dem großen Bild. Hier oben ein Doppeltop äh, sozusagen im Bereich, ja, so etwas über, über der Marke von äh, 9,60. Das ist halt ein, ein, ein starkes Abwärtszeichen. Hier kam auch der Druck immer ziemlich stark rein. Der zweite Versuch hier drüber zu laufen wurde ebenfalls direkt wieder abverkauft und schwupps, schon stehen wir wieder unten am Support-Level. Und jetzt stellt sich natürlich äh, für den einen oder anderen Händler die Frage, äh, ja, Gut, da standen wir ja schon öfter. Das sehen wir ja im Hintergrund. Hier an dieser Stelle haben wir drin gestanden, hier drüben. Also hier, Zack, und hier. Auch, zack, es gibt aber einen kleinen Unterschied zu den beiden davor. Bei den beiden davor war es so gewesen, dass wir rangelaufen sind und direkt wieder hoch. Hier auch rangelaufen und direkt wieder hoch. Jetzt kommen wir momentan zumindest nicht wieder hoch. Und das ist ein bisschen so ein Schwächezeichen. Das heißt, an dieser Stelle ähm, ist es jetzt wichtig, dass wir einfach mal schauen, was haben wir denn im untergeordneten Zeitbereich. Und im untergeordneten Zeitbereich wäre jetzt hier zunächst einmal der Blick in den Tag. Keine Sorge, wir blicken dann auch mal gleich noch in die kleinere Zeiteinheit. Denn die Trader, die den Ausbruch treten wollen, die sollten sich schon an den kleineren Zeiteinheiten auch dann orientieren, um den, um den Schub sozusagen früh genug mitzubekommen und in den Setups entsprechend auch die äh, Ziele bzw. die Risikoabsicherung an die eigenen Level auch anzupassen. Aber wir sehen halt das, äh, was wir hier an dieser Stelle haben, im Tageschart ein bisschen intensiver. Das heißt, das, was ich gerade in der Woche eingezeichnet habe, das sehen wir hier ganz gut im Tageschart. Und da müssen wir im Tageschart noch etwas anderes konstatieren. Und zwar die Tatsache, dass wir hier eine naja, wie soll ich das sagen, mehr oder weniger große Trading-Range haben. Schaut mal hier oben, da wo wir hier abgeprallt sind, das war die Oberseite der Range, das hier unten um die 0,73, äh, um die 8,73 ist die Unterseite der Range. Ähm, und da ist es halt momentan so, dass wir am besten immer getradet haben, von oben nach unten und von unten nach oben. Aber, wie schon gesagt, momentan haben wir einfach hier... Absolut keinen Kaufdruck von der Unterseite angesehen und das ist halt ein bisschen schwierig. Das nächste, was wir hier reinbauen können, ist noch eine zweite Range und zwar hier die, wo die dicke rote Linie oben drüber läuft. Das ist genau das gleiche Spiel hier, die äh, knapp 29, die Marke, die wir hier oben haben, 919, 29. Das sind alles Bilder, dass die Range auch enger wird und das zeigt uns, dass der Druck auch von oben nach unten immer größer wird und wir sehen es halt auch hier äh, entsprechend im Tageschart, dass wir einen kleinen Abwärtsdruck Trend schon mit drinnen haben. Wartet mal, ich mache mal ganz kurz das ähm, Paket hier mit rein. Das MTO in Live, wie schon gesagt. Wer Fragen <�udehm> zu diesem Paket hat, gerne auf mich zukommen, wie man es nutzen kann. Ähm, es ist eine gute Ergänzung zu dem, was wir hier haben. Und wenn wir uns das mal kurz anschauen wollen, jetzt muss ich mal kurz schauen. Natürlich, jetzt muss ich natürlich noch den Stereo Trader hier in diesen Chart reinlegen. Den brauchen wir natürlich auch, sonst funktioniert dieses Tool nicht. Das funktioniert natürlich nur auf dem Stereo-Trader. Dafür ist es ja da. Und jetzt können wir uns nämlich mal hier an dieser Stelle die, die Trends einzeichnen lassen. Und da sehen wir äh, sozusagen hier, ich habe mal den kleinen, den untergeordneten Trend mit reingezeichnet hier an dieser Stelle. Äh, und da ähm, ist jetzt hier das erkennbar. Er trendet nach unten der Markt. Also hier haben wir halt. Die diversen Trendgrößen ineinander fließen. Ich mache mal noch die nächstgrößere, also die übergeordnete rein. Also hier fließen die Sanden, Abwärtstrends ineinander. Und das Ganze ist natürlich ein Zeichen dafür, dass der Markt nach unten möchte. Und wenn wir das hier auch mal im Tageschart noch ein bisschen kleiner anrafen, wie schon gesagt, das nächste Ziel, was wir hier jetzt haben auf der Chartunterseite, ist mal ganz, ganz klar. Dieser kleine Spike nach unten eine Seite, aber im mittelfristigen Bereich können wir uns durchaus hier unten in dem Bereich ähm, knapp 8, 48 schon mal äh, orientieren, wenn der Bruch nach unten auch mit durchkommen sollte. Das sollten wir hier auf der Uhr haben. Und dann jetzt noch mal der Blick in die kleinere Zeiteinheit. Hier sehen wir es nämlich. Der Kampf um dieses Support-Level hier unten ist in vollem Gange. Ähm, und hier haben wir auch an dieser Seite hier. Schaut mal, das ist der Abwärtstrend, der hier läuft. Das ist das, was wir hier haben. Bewegungsarm, Korrektur, ging es runter, Korrektur, wieder runter. Und jetzt haben wir hier halt entsprechend eine doch interessante Situation mit am Laufen, weil wir haben jetzt hier an dieser Stelle, schaut mal hier oben, das hier ist ein kleines Widerstandslevel. Moment, das ist das falsche Zeichentool. Das hier ist das kleine Widerstandslevel, dieser Raum hier oben. Naja, er will nicht hier, kurzen Augenblick, nochmal zurück, ein Kästchen möchte ich gerne haben. So, hier haben wir es. Also, hier der Widerstandsbereich. Hier sind wir zwar hochgelaufen äh, und dann entsprechend äh, hier den Abwärtstrend auch mit äh, fortzusetzen. Hier schaut man, das ist ein bisschen, das ist so ein ganz, ganz typisches Bild äh, für so einen Kampf rundherum um das Ganze unten. Und jetzt sehen wir es hier. Sozusagen den Aufschub, und da kommt es jetzt drauf an, was wird daraus. Denn ähm, das, was wir hier haben, ist momentan: naja, es könnte sich so eine leichte Flagge draus entwickeln, dass wir hier schön nach oben laufen, also eine, eine, eine bärische Flagge in dieser Art und Weise, oder aber ähm, hier oben einfach der Deckel zu stark drauf, dass wir einfach nur oben abprallen und dann unter diese Linie fallen. Das muss man so ein bisschen sehen, was da draus wird. Aber hier haben wir auf alle Fälle mal, wenn wir das, was wir hier gerade im Aufwärtsbereich haben, nach unten durchbrechen, das wäre dann ein weiteres Indiz dafür, dass der Markt eher zur Unterseite durch möchte. Und da können wir uns dann wirklich schön auf der Unterseite entsprechend orientieren. Das ist der Blick in das Währungspaar US-Dollar-Norwegische Krone. Dann schalte ich rüber zum Währungspaar Australdollar schweizer franken Hier ist etwas, ähm, ja. Das finde ich persönlich sehr charmant, was hier momentan passiert. Ähm, denn wir haben hier einen sehr, sehr interessanten Drehbereich hier oben rum. Ich mache das Ganze mal etwas kleiner, beziehungsweise wir gehen mal ganz flott in die Woche rein, damit wir sehen, wo wir hier gerade stehen. Und schaut mal, hier sehen wir es einfach auch klar und deutlich eingezeichnet. Wir haben hier oben im Bereich um die 0,67 ein Widerstandslevel. Und da sind wir in der letzten Woche drüber gegangen und gestern auch schon mal. Da kam dann allerdings zunächst erst einmal ein Abverkehr. Und der bringt jetzt natürlich wieder das klassische Short-Szenario unten rein, denn wenn wir tatsächlich von oben abprallen. Dann haben wir natürlich das Risiko, ähm, dass wir hier nach unten rauslaufen. Und das ist etwas, das ist kein, äh, sage ich mal, Risiko, was man äh, irgendwo herzaubert, sondern das ist tatsächlich latent vorhanden. Denn ähm, wir sind hier, schaut mal, das war der Aufwärtstrend, der uns von unten vom Support aus hochgetragen hat, hier an dieser Stelle reingegangen. Hier und da sind wir jetzt mit einem Schub erst einmal kurzfristig unten durchgelaufen. Haben aber hier in diesem Kauflevel, in diesem Supportlevel um die 0,6%. Um die naja, knapp 0,65,9 direkt wieder Kaufstärke reinbekommen und sind dann wieder ein kleines Stückchen oben drüber gegangen. Also auch hier sieht man, es ist jetzt interessant, was hier passiert. Fallen wir hier unter das Tagestief von heute wieder drunter, also unter die Marke von 0,66,5? sozusagen, dann sieht es eher danach aus, dass der Markt erstmal wirklich hier oben ein bisschen innehält und wir uns eher kurzfristig auf der Unterseite orientieren müssen. Aber wenn wir tatsächlich die Stärke bekommen, oben rauszulaufen, also hier oben drüber durchzulaufen, ja, das ist hier oben so grob mal die Marke von ähm, 0,67, was haben wir da oben? 17 stehen. Das wäre natürlich interessant. Ne? Also wir haben damit jetzt hier die zwei wichtigen Schwungbereiche, unten die 0,66,5 äh, und oben drauf die 0,67,5. 21, so rum, da ist die richtige Zahl. Das sind die Marker, die wir jetzt hier brauchen. Und das sind die Stellen, äh, die wir uns jetzt mal in der kleineren Zeiteinheit noch anschauen wollen. Denn. Hier wird jetzt entschieden, ob wir tatsächlich den Kraftschub nach oben durchkriegen oder ob der Markt eher runterfällt. Und das sehen wir sehr, sehr schön in den kleineren Zeiteinheiten, denn wir haben hier schon starke Schwankungen mit starken Momentumkerzen oben rauf. Und wir wissen ja auch die Zuschauer oder die Teilnehmerinnen von äh, der Ausbildungseinheit am Wochenende, die wissen ja, was ich damit meine ähm, mit den ineinanderfließen von den Zeiteinheiten. Und das machen wir jetzt einfach mal mit dem Blick hier. In den 4-Stunden-Chart. Nein, wir gehen mal in die Stunde, da sieht man es ein bisschen besser das ganze Ergebnis und das sehen wir nämlich hier auch schön, wie sich der Markt nach oben reinschlingelt. Wartet mal, ich mache mal kurz hier Stereo-Trader wieder rein, das Add-on oben drauf, beziehungsweise das Paket und dann direkt noch das MTO in Live, dann können wir uns hier nämlich schön auch gleich mal die Trends mit anzeigen lassen. Tja, und das bringt uns dann halt einfach zu der Idee, die wir hier haben, denn wir sehen es ja hier, das ist der Aufwärtsschub nach oben, das ist das, was ich gerade auch reingeschlängelt habe, hier mal in der höheren Variante, da sehen wir, der Aufwärtstrend ist durchaus auch noch intakt, hier, wenn wir es mal ein bisschen zusammennehmen, ne? da ging es zwar deutlich nach unten, aber danach hat er gleich wieder die vorhergehende Richtung aufgenommen und das ist schon ein gutes Zeichen und jetzt können wir halt sehen, was wir hier haben, denn wir haben jetzt hier. Die korrektive Phase nach unten. Ne? Das ist das, was wir jetzt hier sehen. Und das ist das, was diese Tageskerze von heute jetzt ausgezeichnet hat, dass wir quasi hier dieses Bild haben, einer Kerze, wo wir eine deutliche Umkehr zwischendrin schon gesehen haben. Und da wird es jetzt nämlich sehr, sehr interessant, wie sich das ganze Bild weiter verhält. Denn wir sehen es ja hier oben. Schaut mal, das ist ein schöner Abwärtstrendkanal, den wir hier haben. Und wenn dieser Abwärtstrendkanal nach oben durchbrochen wird und dann dazu führt, dass wir das Zwischenhoch hier oben rausnehmen. Im Moment diese Phase, also dieses kleine Zwischenhoch hier oben knapp um die 06690 rauszaubern, dann haben wir gute Chancen oben reinzulaufen, hier weiter Richtung auf die Oberseite drauf, dann hier an dieser Stelle, das heißt die höheren Hochs anzulaufen, hier das nächste um die 0 67 knapp 13, das ist sehr, sehr wichtig, aber und das bitte auch beachten momentan laufen wir hier noch drunter. Das heißt, wir sind jetzt hier einfach nur in die tiefe Korrektur reingelaufen. Das sehen wir auch hier, wenn wir mal den Entry Bar mit reinmachen. Hier der kleinere ist jetzt für diesen Trend hier da. Und da sehen wir ganz klar, wir haben durchaus auch noch Potenzial in die Korrektur nach unten reinzulaufen. Ein gutes Stärkezeichen wäre es aber tatsächlich, wenn wir jetzt oben durchlaufen, weil wir sehen, die Korrektur ist so tief noch gar nicht reingelaufen. Aber wir haben halt Potenzial zur Unterseite. Und das ist das, was wir jetzt hier sehen das ist die Umkehr der Nachfrage, die sich hier abbildet innerhalb der Korrektur, ja? Das ist das eine, wenn wir allerdings hier kein neues Tief machen, sondern dann nach oben streben, hätten wir eine gute Chance die Oberseite anzulaufen. Fallen wir unten drunter, dann können wir uns gut und gerne auf der Unterseite austoben mit der Planung, wo wir ranlaufen können, haben wir ein paar schöne Support Level, wenn wir uns einfach auch mal an den Zwischentiefs orientieren wollen und da sehen wir es gut und gerne hier die Marken um die 06645 hier. Die 0,66, 29, 30 in etwa und hier unten die 0, äh, naja, knapp 66, die Marke, die wir hier haben. Das sind schöne Anlauflevel an der unteren Seite, wo wir dann hier an diesem großen Balken, den wir hier sehen, in die tiefe Korrektur reinlaufen und damit den Weg nach unten auch mit haben. Also, das wird interessant und für die, sage ich mal, Trader, die es im ganz kurzfristigen Bereich traden wollen, die schauen einfach mal jetzt auf die letzte Bewegung hier. Das heißt, wenn wir mal hier kurz in den 5-Minuten-Trend auch reingehen wollen, ähm, da schauen wir uns einfach mal das an was wir hier sehen nämlich den Abwärtsschub nach unten das heißt der ist der übergeordnete Trend jetzt mal eingezeichnet also das, was wir hier haben, sozusagen, ist jetzt die, ähm, die Abwärtsphase, die Korrektur, die wir hier auf Tagesbasis am Laufen haben. Hier haben wir die erste Aufwärtsbewegung. Das ist jetzt mal der Bewegungsarm, den wir hier haben. Und wenn der wieder rumdreht und wir hier anfangen, nach unten zu trenden, das wäre dann das erste Indiz dafür, dass wir tatsächlich unten durchlaufen. Passt das aber ins Bild, dass wir hier nein, äh, dass wir hier nicht nach unten laufen? Also irgendwo sowas hier machen dann ist das ein gutes Zeichen dafür, dass der Markt tatsächlich nach oben möchte, denn dann hat er hier einen kleinen Aufwärtstrend gebildet und der hat dann das Potenzial halt erst einmal hier das wichtige Zwischenhoch rauszunehmen, damit wird sozusagen die Korrektur ähm, auf der Stundenbasis auch tatsächlich beendet und dann den Weg nach oben zu schieben, das heißt da wird der Abwärtstrend der Stunde gebrochen und dann können wir uns weiter nach oben orientieren, das heißt hier sehen wir jetzt sehr sehr schön, ob wir eine Umkehr der Nachfrage im laufenden Korrekturtrend bekommen oder ob wir den nach oben rausnehmen das ganze entsprechend dann zu sehen also hochinteressant hier der blick in austral dollar schweizer franken und damit richten wir als nächstes den fokus auf die rohstoffe und zwar hier an dieser stelle auf gold und äh, im markt vom gold schauen wir zuerst einmal ähm, auf den tageschart drauf ich lösche mal ganz kurz die dinge raus die wir hier momentan nicht brauchen ähm, denn im Bild auf Tagesbasis haben wir aktuell einfach ganz klar äh, im Blick, im Fokus, dass wir einen aktuell laufenden Abwärtstrend haben. Den habe ich hier mal in Rot skizziert. Das letzte, sage ich mal, gültige Zwischenhoch haben wir hier liegen bei 1965. Alles bis da hoch ist Gegenbewegung sozusagen zu diesem Abwärtstrend, den wir hier haben. Ähm, tja, und jetzt haben wir halt die Situation. Wir sind in die Bewegung ordentlich reingelaufen, haben hier unten am Support um die knapp 1765 äh, US-Dollar schön in eine Gegenbewegung eingesetzt. Das laufende Zwischenhoch haben wir hier bei 1865. Äh, und jetzt sind wir unten reingelaufen. Und da wird es jetzt sehr, sehr interessant zu sehen sein, was hier passiert. Denn. Wir sehen es hier unten im Tageschart auch sehr sehr schön schon angedeutet. Wir haben hier einen kleinen, sage ich mal untergeordneten Schwungbereich, wo der Markt immer wieder drauf läuft und dann in die Korrektiv also in die in die Bewegung wieder nach oben geht. Ähm, das Ganze flacht aber hier drüben sehr sehr deutlich ab. Das heißt, wir haben jetzt hier in diesem Chart, wenn wir uns den auf Tagesbasis mal anschauen, zwei sehr sehr wichtige Punkte im Kurzfristbereich. Nummer eins wäre hier unten das Level um die 1823 und hier oben das Kurzfrist. Zwischenhoch hier in Bezug auf diesen Abwärtsschub um die Marke von 1850 US-Dollar. Das ist jetzt das, was wir auf Tagesbasis sehen. Und jetzt stellt sich hier die Frage aus kurzfristiger Natur, wo geht es hin? Denn was wir hier schon gemacht haben, ist ja, wir haben hier ja schon mal besprochen, ähm, auch aus Thema Saisonalitäten her, dass wir nicht selten im Dezember, Januar äh, rum äh, sozusagen eine Aufwärtsphase im Gold auch erleben. Und die, ich sage ich mal, die Möglichkeit, dass das passiert, ist ja auch weiterhin noch gegeben. Das ist dann halt jetzt die Frage: kurzfristiger oder mittelfristiger Ansatz. Und wenn wir uns das Ganze mal kurz auf Wochenbasis anschauen wollen äh, und hier mal Sozusagen den Trend reinbringen wollen in dieses Bild, dann sehen wir ja schon relativ deutlich, sozusagen, dass der Markt hier im ganz, ganz großen Bild halt auch in einer Aufwärtsphase ist. Ich skizziere das einfach mal ganz kurz so ein bisschen rein. Das ist hier so das trendige Verhalten, was wir hier haben ähm, im Goldpreis hier schön nach oben. Und das, was wir jetzt hier sehen, ist halt eine ausgedehnte Korrektur. Und wir haben jetzt hier mittelfristig schon die Chance, dass wir aus diesem Bereich hier unten, wo wir abgeprallt sind, aus diesem Supportbereich hier, ähm, ja jetzt quasi Schwung holen und etwas machen, das so, so ähnlich ausschaut wie das hier und uns dann entsprechend nach oben orientieren. Die, diese Chance ist weiterhin vorhanden. Aber, und das ist jetzt das große Aber, das ist ein sehr, sehr langfristiges Bild. Und wenn wir uns die kurzfristige Situation anschauen dann ist das das, was wir jetzt momentan hier haben, in der entscheidenden Phase. Denn das, was ich gerade auf der Woche skizziert habe, ist auch die Chance, die wir jetzt hier haben. Das heißt, dass wir durchaus die Chance haben, hier auf diesem untergeordneten Support-Level bei 1823 nach oben rumzudrehen. Hier sozusagen über das Zwischenhoch drüber zu laufen und dann entsprechend einen Aufwärtstrend zu bilden, der als nächstes hier oben das kleine Zwischenhoch um die 1900 anläuft und sich dann hier oben an diesem Zwischenhoch des Abwärtstrends, den wir hier auf Tagesbasis haben, bei 1965 US-Dollar orientiert. Das ist die Long-Seite, also das bullische Szenario sozusagen. Und jetzt kommt das Aber. Wir haben momentan zumindest aus kurzfristiger Sicht auch die Gefahr im Raum stehen, dass wir erst einmal zunächst nochmal eine Zwischensequenz auf die Unterseite bekommen. Die dürfen wir nicht vom Tisch wäschen. Ja? Auch wenn die aus aktueller Tagessicht nicht so ausschaut, als wenn hier tatsächlich gleich was abgehen könnte, ähm, ist es trotzdem immer noch so, dass wir hier an dieser Stelle äh, natürlich, wenn wir uns das Bild mal im Vier-Stunden-Bereich anschauen, ja, etwas haben, das an eine Schulterkopf-Schulter-Situation erinnert. Und zwar, ich skizziere das hier ganz einfach mal ein. Moment, fertig einmal. So, jetzt nochmal Start. Na, was passiert hier? Kleinen Augenblick. Muss das Tool noch nochmal kurz neu starten. So, also, hier an dieser Stelle. Das, worauf ich jetzt hinaus möchte, ist folgendes. Schaut mal. Aufwärtsphase, Abwärtsphase, Aufwärtsphase. So, jetzt haben wir hier den Weg nach unten, dann haben wir hier die Gegenbewegung gehabt und jetzt läuft der Markt wieder hier in die untere Richtung rein. Und was wir hier an dieser Stelle jetzt sehen, ist etwas, das erinnert so ein bisschen an das Thema Schulterkopf-Schulterformation. Also was heißt ein bisschen, das ist eine ganz, ganz klassische Schulterkopf-Schulterformation, bei der wir hier in diesem Bereich hier unten, das ist das, was ich anskizziert hatte, ähm, dass wir da durchaus oder beziehungsweise tatsächlich jetzt hier unten die, die Nackenlinie am Laufen haben. Das heißt, das Thema der Nackenlinie, die müssen wir tatsächlich mit im Blick behalten. Und das ist jetzt die Frage, die sich stellt. Hier oben, da kommt nämlich diese 1850 US-Dollar-Marke ins Spiel. Wenn es der Markt tatsächlich schafft, diese Marke rauszunehmen, dann hat sich das Thema Schulterkopf-Schulterformation erst einmal erledigt, weil dann laufen wir sozusagen schön oben drüber über dieses Level hier, über dieses Korrekturlevel drüber hinaus. Und das bringt uns dann in die Situation, dass wir halt diesen, diesen sag ich mal, diesen kleinen Abwärtstrend, der sich hier jetzt sozusagen etabliert hat, in dieser Art und Weise, den bringen wir dann wieder in die Negation. Das heißt, der wird dann vom Markt rausgenommen und wir haben sozusagen dann die Chance, oben durchzulaufen und uns dann, wie schon gesagt, im kurzfristigen Bereich ist das auch sehr, sehr schön ersichtlich, hier an diesem kleinen Zwischenhoch zu orientieren. Das ist das Thema. Da wird dann sozusagen wirklich diese schulterkopf -Schulter formation aus dem Markt rausgenommen. Aber schafft der Markt nicht den Sprung, über das Zwischenlevel hier bleibt die SKS intakt, ja? auch wenn die hier dann ein bisschen hässlich ausschaut vom Kontext. Also rein aus der klassischen Situation wäre es wirklich der Durchmarsch hier unten durch gewesen. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir uns mal den Lower Timeframe anschauen wollen hier an dieser Stelle, ähm, wir laufen halt hier schon in einer Abwärtssequenz auch drinnen mit fallenden Hochs und fallenden Tiefs. Und solange wir die nicht rausgenommen haben, ist halt die SKS immer noch intakt. Und das ist etwas, das können wir gut und gerne zur Trade Planung nutzen, denn wenn wir hier unten drunter durchfallen und einfach mal schauen, welches Potenzial haben wir denn jetzt für die SKS, auch mit Blick auf das große Bild, was ich vorhin gesagt habe, mit einer durchaus bullischen Phase hat man trotzdem kurzfristig die Chance nach unten zu laufen. Wenn wir einfach mal hier die Differenz aus der Nackenlinie zur Kopfoberseite ausmessen und das Ganze unten drunter spiegeln, also ich habe das hier ähm, mit den beiden Balken einfach mal gespiegelt, dann laufen wir schon hier unten in Richtung dieses Support Levels um die 1765 US-Dollar rein. Und wir sehen, wir haben zwischendrin auch noch Anlaufpunkte, das heißt, wenn wir hier unten mal reinschauen wollen, hier haben wir ein kleines Zwischentief hier an dieser Stelle, ganz grob um die Marke 1807. 1808 us dollar das wäre dann mal der nächste anlaufpunkt wie schon gesagt das ist für die kurzfristigen trader durchaus interessant wenn wir hier den bruch bekommen und um dann unten drunter reinzulaufen also das bleibt sehr sehr spannend und was wir hier an dieser stelle halt auch noch sehen können ist wenn wir mal kurz den kontext hier nehmen wollen also das was ich hier im kleinen sozusagen skizziert hatte äh, dass wir hier durchaus eine abwärtssequenz am laufen haben die intakt ist und wir einfach nur mal schauen okay wenn wir tatsächlich hier so einen kleinen Schub nach unten noch mal mitbekommen innerhalb des laufenden Abwärtstrends, ähm, dann sollten wir jetzt einfach mal reinschauen, was hier passiert, denn wir wissen ja, wir haben hier oben. Im kleinen Bereich, quasi hier oben drauf, da liegt das letzte Zwischenhoch. Also hier ganz knapp um die Marke von 1847 äh, US-Dollar. Das ist ein Bereich, den müssen wir uns jetzt mal wirklich anschauen. Da sehen wir nämlich kurzfristig dann schon eine, sage ich mal, Richtungsentscheidung, ob wir hier oben in diesem Bereich tatsächlich auf Kaufinteresse stoßen oder ob da oben einfach wieder Gewinne mitgenommen werden. Und das machen wir jetzt mal mit dem Blick in die kleinere Zeiteinheit hier rein, in den 15 Minuten-Chart sozusagen. Zu sagen, das hier mal wieder ein bisschen zusammengerafft, da sehen wir nämlich gerade hier die Aufwärtstendenz, die wir hier da haben, aber wie schon gesagt, wir müssen halt schauen, was passiert hier oben in diesem Bereich, kommt der Markt hier müde rein, wenn wir hier nämlich wieder rumdrehen, also das heißt, wenn wir uns hier mal die kleinere Zeiteinheit ranschauen, dann sehen wir hier den letzten dynamischen Aufwärtsschub und wenn wir da plötzlich in die Schwächephase reinfallen äh, und sozusagen hier unten drunter durchfallen sollten, das wäre dann aus jetziger Sicht das Zeichen, dass wir erstmal wieder rumdrehen und uns auf der Chartunterseite orientieren und das wäre dann die Möglichkeit, dass wir hier hier doch die Schulterkopf-Schulterformation getriggert bekommen. Im Kleinen haben wir dann noch Anlaufpunkte hier unten rein um die 1834. Hier haben wir ein Zwischentief bei 1831 und dann hier unten sage ich mal kurz über dieser Nackenlinie um die 1825 US-Dollar. Also da haben wir schon ein paar Swinglows, die wir noch da haben aus der Aufwärtsphase, die wir hier mit Abfrühstücken können, um das Ganze nach unten mit zu betreiben. Und für diejenigen, die sich sagen, gut, wenn man das Ganze kurzfristig traden möchte, da können wir uns natürlich auch noch hier an der, äh, sage ich mal, zweiten Schulter austoben. Das heißt, die rechte Schulter bietet uns ja auch die Chance, hier eine Ausmessung zu machen. Und wenn wir da einfach mal sagen, okay, wie tief ist die denn gewesen? dieses Level sozusagen und das noch mal unten drunter dran packen dann sehen wir dann hat alleine die Schulter das heißt die, das Potenzial aus dieser Schulter raus der Bewegung schon mal noch locker die Luft unten rein bis in das Level um die 1800 Punkte äh, US dollar runter zu fallen also das Zwischentief hier unten quasi rauszunehmen also dieses hier und hier unten reinzulaufen. Die Potenziale sind vorhanden, deswegen hinschauen. Kurzfristig und mittelfristig haben wir hier zwei Szenarien, die wir im Goldpreis durchaus spielen können. Und die bullische Phase schließt die kurzfristige ähm, bärische Phase definitiv nicht aus. Das sind dann halt die zwei Zeitrahmen und die können wir dann sehr, sehr schön zum Trading nutzen. So, und jetzt gucke ich noch mal ganz kurz in äh, die Chats sozusagen rein. Das heißt, wir schauen jetzt noch mal, ob wir Wunschmärkte haben. So, ja. Wir haben noch eine Frage, ich lese dir mal kurz vor. Meine Frage, kann der UK 100, also der FUZI 100, äh, auch ohne EU-Mitgliedschaft äh, einen Aufschwung erfahren? Was denkst du, ganz unabhängig von der Chartanalyse? Ähm, also, passt auf, das Thema mit der UK. Ähm, die, äh, die Charts an sich, die zeigen uns ja quasi nur das aktuelle Bild, sozusagen, wie sich der Markt bzw. die Händler an den Märkten im aktuellen kontext sozusagen ähm, bewegen und ähm, das ist jetzt halt ein punkt wo man einfach sagt ähm, die der markt an sich ist hier ich mache den trotzdem mal ganz kurz auf auch wenn wir jetzt nicht äh, direkt die chartanalyse mit reinlaufen haben wollen ähm, aber wenn wir uns das bild einfach mal anschauen hier auch im, 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 im größeren dann haben wir jetzt schon ähm, eine, eine 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 aufwärtssequenz sozusagen am laufen die wir trotz äh, dieser aktuellen Brexit-Verhandlungen, äh, wo wir sehen, der Markt steigt nach oben an. So und ähm, das ist jetzt die der Punkt ist folgender: Ich glaube eigentlich ist es relativ egal, ähm, ob wir jetzt einen harten Brexit bekommen oder einen Brexit, wo man äh, durchaus Mittel und Wege findet, äh, irgendwo in irgendeiner Art und Weise ein Handelsabkommen zu stricken. Wenn es einen Brexit ohne Abkommen gibt, könnte das oder wird das mit hoher Wahrscheinlichkeit doch noch mal einen negativen Impact auf die Wirtschaft in Großbritannien haben. Mittelfristig allerdings und das ist ja der Punkt, der Grund, warum die Briten auch aus der EU aussteigen, ist ja, dass die sozusagen eine Chance sehen, dass die ohne die Zwänge der EU sich deutlich besser entwickeln können und da das ist halt der Punkt, den man so ein bisschen im Hinterkopf sehen muss, ist halt ähm, da gibt es zwar erstmal einen Rückschlag, aber die Wirtschaft wird sich mit guter Wahrscheinlichkeit wieder erholen und das ist das, was wir hier dann in diesem Bild auch sehen werden. Das heißt, wir sind zwar erst einmal hier in einen Aufwärtstrend reingegangen, hier, das ist das leicht blau skizzierte an dieser Stelle ähm, hinten dran, aber es wird äh, jetzt um diesen, sage ich mal, um dieses Momentum herum, um eine Entscheidung mit oder ohne Brexit, wird das glaube ich an dem Gesamtbild hier. Ähm, eine gute Chance haben auch weiter nach oben zu laufen, <laughs> denn äh, man muss einfach mal schauen, die Wirtschaft in Großbritannien ist auch sehr sehr stark geschwächt. Der Arbeitsmarkt ist angeschlagen ähm, und alles was die Situation bessert, wird hier dann dazu führen, dass die Unternehmen wieder mehr Gewinne machen können, dass die Unternehmen wieder mehr verkaufen können und dass der Arbeitsmarkt stabilisiert wird und das sind halt Faktoren, ähm, die treiben die äh, die britische Wirtschaft ohne das Thema Brexit allein schon an. Denn wir dürfen nicht vergessen, die Wirtschaft an sich in Großbritannien hat nicht nur unter dem, dem, COVID -19, äh, unter dem Thema Brexit gelitten, sondern die Wirtschaft in Großbritannien hat natürlich auch unter dem Thema Covid-19 gelitten. Und diese Dinge kann man rein äh, praktisch nicht so sauber voneinander trennen, dass man sagt, okay, die Bewegung ähm, ist jetzt wirtschaftlich geschuldet, die andere Bewegung ist jetzt Covid-19 geschuldet. Das heißt, wir haben für das nächste Jahr, auch in Großbritannien hier im FUCI 100 durchaus die Chance, dass wir eine positive Phase auch erleben werden, einfach aufgrund der Wirtschaftserholung. Und ob die Wirtschaftserholung jetzt massiv getrieben wird durch das Thema ähm, Bekämpfung von Covid-19. Oder massiv getrieben wird durch das Thema Brexit und die Erholung der Wirtschaft nach dem Brexit. Das sei mal dahingestellt. Und ich gehe mal, ich persönlich, also das ist jetzt meine eigene Meinung, ich gehe einfach mal aufgrund meiner Erfahrung davon aus, dass das Thema Brexit sehr, sehr wichtig für die, U äh, für die Wirtschaft in, 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 in Großbritannien ist. Ähm, dass man aber, auch wenn es einen harten Brexit geben sollte, irgendwann doch zu einem Handelsabkommen kommt. Ähm, und es gibt ja in UK nicht nur ähm, die Europäische Union, als Handelspartner, sondern die Briten exportieren ja auch weltweit. Das heißt, äh, dort gibt es dann ebenfalls, ähm, sage ich mal, Handelsmärkte, wo man auch hinliefern kann. Und allein die weltwirtschaftliche Entwicklung wird den Briten schon ein bisschen dazu verhelfen, dass man hier wieder auf die Beine kommt. Und wenn es dann irgendwann noch eine positive Einigung ähm, im Brexit gibt oder aber man durch ein Zwischenhandelsabkommen oder in, sage ich mal, ein anderes, eine andere Art von Abkommen mit der EU wieder ein bisschen besser ähm, zurechtkommt, wird das zu Zusätzlich noch äh, das Ganze ähm, befeuern. Das heißt, ich bin eher optimistisch gesehen, dass sich die Wirtschaft mal unabhängig von den Charts in den, äh, bei den Briten ähm, mittelfristig auch erholen wird, ähm, an der weltwirtschaftlichen Erholung auch partizipieren wird und dass wir dort dann auch einen Aufschwung sehen. Ähm, ob und wann der Chart das spielt, das ist natürlich immer die andere Geschichte ähm, und das ist das, was wir hier so ein bisschen auch mit auf der Uhr haben müssen. Aber ich bin hier optimistisch und ich denke, die Erholung wird auch hier entsprechend mit einsetzen. Das zu der Frage hier zum äh, ja zum britischen Aktienmarkt. Dann sage ich: Weitere Fragen sind heute nicht vorhanden. Wir haben es jetzt boah, kurz nach neun. Äh, unser Freund der Dax hier ist schon losgelaufen. Momentan wackelt er ein bisschen her hin und her, aber ähm, ja. Gestern hat auch Spaß gemacht. Ne? Was wir hier morgens besprochen haben, ähm, das war schon eine schicke Geschichte. Die klassische Planung, die wir gestern früh gemacht haben, äh, mit den Aufwärtsphasen von unten nach oben rauf, das hat gestern sehr, sehr schön funktioniert. Jetzt kommt der Markt hier ein bisschen runter. Aktuell haben wir hier so das Level um die 1000, äh, um die 13.230 Punkte, äh, wo wir sehen müssen, wie wir weiter rankommen. Aber es sieht momentan so aus, als wenn der Markt so ein bisschen die Oberseite sucht, auch wenn der Tageschart äh, so sozusagen momentan etwas angeschlagen ausschaut hier an dieser Stelle ich mache es noch mal kurz groß das Bild äh, haben wir durchaus äh, mit Blick auf den auf den Chart ähm, ja den Weg nach oben mit da mal schauen. Gestern das Tageshoch haben wir liegen gehabt bei der Marke von 13.294, so knapp unter 13.300 Punkten. Es bleibt natürlich jetzt sehr sehr spannend, wie es hier weitergeht und bitte nicht vergessen, wir haben am Freitag den großen Verfall, der letzte Hexensabbat in 2020. Ähm, ja, da wird es sehr sehr spannend äh, zu sehen sein, wie sich die Händler hier positionieren, ob man da den Markt noch mal nach oben treibt. Das hat natürlich einen guten Sinn für die kurzfristigen Trader. Das heißt, ich würde Heute einfach mal, um das kurz hier auf den Punkt zu bringen. Ich würde mal schauen, was der Markt oben am Tageshoch, am Vortageshoch von gestern macht, bei knapp unter der Marke von 13.300 Punkten. Wenn dort Kaufschub reinkommt, dann haben wir durchaus noch ein paar Level auf der Oberseite liegen. Die habe ich hier auch mal noch markiert: 13.315 und 13.360 bzw. 13.415. Das sind die Level, die wir hier im Stundenchart auch noch oben offen haben. Das heißt die höheren Schwungbereiche. Und das ist halt wirklich das sehr, sehr interessante an dieser Stelle. Und das, ja, das können wir durchaus mit auf der Uhr hier haben, auf der Oberseite. Na, dann werden wir mal sehen, wie schön der Markt sich hier nach oben schlängelt. Der Aufwärtstrend, der kleine hier in der Stunde, der ist intakt. Und der ist jetzt gerade auch auf seiner kleinen Korrektur unten rausgekommen. Hier, wenn wir das mal sehen, das war sozusagen die korrektive Phase, hier unten rauszusehen. Jetzt haben wir hier diese, dieses Zwischenhoch rausgenommen. Und jetzt haben wir doch gute Chancen, wieder in die Oberseite reinzulaufen. Wenn wir das tatsächlich schaffen, hier das schön oben rauszunehmen, wie schon gesagt, die Anlaufpunkte sind dann da. Wir haben noch ein paar Punkte, wo die Händler nach uns kommen können, dass wir das Ganze nach oben befeuern. Und dann wird es natürlich mega mäßig spannend, was hier oben im Widerstandsbereich um das Allzeithoch passiert. Das bleibt offen. Die Punkte oben sind offen. Also von der Seite her haben wir viel, viel Potenzial. Und wie schon gesagt, wenn es hier zur Trendfortsetzung kommt, über die Marke von 13.300 Punkten, dann ist der Weg nach oben frei. Prallen wir ab, müssen wir uns nach unten orientieren und dann haben wir natürlich zunächst erst einmal hier ganz plötzlich den Blick runden zu setzen. Das war das Zwischentief hier unten äh, bei der Marke von, naja, ungefähr 13.100 und äh, ein paar in der 80 und wenn das dann fallen sollte, dann können wir uns schön an den Zwischenlos hier unten orientieren. Erst einmal die Marke von äh, 13.143 äh, 44, beziehungsweise dann hier die Marke von 13.117 äh, zählern hier unten und dann das Zwischenlo hier unten bei 13.067 Punkten im DAX. Sehr, sehr Spannend auch hier wieder. Also, wir sehen, wir haben ein Potpourri. Von Handelsmöglichkeiten, die wir hier durchaus nutzen können. Und damit würde ich sagen, let's go, ready for trading. Allen einen erfolgreichen Trading-Tag und wir sehen uns morgen früh wieder bei TIGME hier live auf diesem Kanal um 8.30 Uhr mit den nächsten Handelsideen. Wer mag nachher um 12.30 Uhr den kleinen Wall Street Traders Lunch auf meiner eigenen äh, Seite, Privatbereich? Da geht es auch immer mal so ein bisschen um das Thema Index. Also gerne auch dort reinschauen. Ansonsten bis morgen früh. Danke fürs Zuschauen. Fürs Weiterempfehlen und allen erfolgreiche Trades. Tschüss.